Warum sollten wir also glauben, dass künstliche Intelligenz zum neuen Gott werden kann? Oder anders ausgedrückt, können Algorithmen überhaupt kreativ sein, Neues in die Welt bringen, so wie es dem Menschen möglich ist? Alles spricht dafür, dass unser Nachdenken, unsere Deliberationen, das Abwägen von Gründen pro und contra nicht vollständig ein algorithmischer Prozess ist. Also ein Prozess, bei dem der Nachfolgezustand jeweils durch den Vorgängerzustand festgelegt ist, sondern gewissermaßen einen Spielraum, man kann auch sagen, von Freiheit enthält, der diese Ergebnisse der Deliberation auch in Teilen unberechenbar macht. Und das ist möglicherweise der Kern von Kreativität. Dadurch kommt das Neue in die Welt, dass es eben nicht vorher im Prinzip berechenbar ist, was das Ergebnis des Prozesses ist. Und deswegen würde ich aus diesem sozusagen tiefergehenden Grund sagen, der Mensch ist keine Maschine in der ähnlichen Weise, wie Maschinen keine Menschen sind. Also sowohl der Animismus, die Vermenschlichung von Maschinen, als auch der Mechanismus, die maschinenartige Interpretation von Menschen geht in die Irre.